Kurz nach der Volksabstimmung, da lupft schon der Bahnchef Grube den Kostendeckel. Der BUND erringt vor Gericht einen Baustopp dieses unsäglichen Projektes, zumindest für das Grundwassermanagement. Unser Oberbürgermeister Schuster organisiert einen Bürgerdialog ohne Bürger und sorgt dafür, dass die Bahn AG sich bei den Bäumen nicht an den Schlichterspruch halten muss. Und das Verkehrsministerium, das Bundesverkehrsministerium, gibt zu, dass die Versprechungen der Bahn AG für einen modernen Schienenverkehr im ganzen Land nicht finanzierbar sind wegen Stuttgart 21. Und jetzt in diesem Jahr wird dann offensichtlich, dass die Bahn AG eigentlich schon seit dem 5. Oktober 2010 im Schlossgarten einen Baustopp hat. Hat sie nur niemand gesagt, nicht mal der Polizei. Für mich ist das genau diese selbstherrliche Art der Bahn AG, wie sie sich widerlich versuchen, an Recht und Gesetz vorbeizuwursteln, die wir ihnen nicht durchgehen lassen dürfen. Man hat schon so fast das Gefühl, dass das Projekt, über dessen Finanzierungen die Baden-Württembergerinnen abgestimmt haben, plötzlich nicht mehr das Projekt ist, das die Bahn AG jetzt dieses Jahr bauen will. Und all das wäre Grund genug schon, und das machen wir ja heute, wieder unseren Widerstand fortzuführen und auf die Straße zu gehen. Trotzdem müssen wir auch ehrlich zu uns sein. Zumindest von außen hat sich für viele seit der Volksabstimmung etwas grundlegend verändert. Trotz aller richtig guten und weiter gültigen Argumente gegen diesen Wahnsinn Stuttgart 21 begegnet wahrscheinlich auch jedem von Ihnen jemand, der sagt, ja, was wollen wir denn jetzt noch machen? Die Frage, wo wir in unserem Widerstand stehen, glaube ich, muss man offen und ehrlich so beantworten, dass wir gerade von außen gesehen zumindest in einer momentanen Krise stecken, die es uns ein bisschen schwer macht. Die Frage, was geht noch, die müssen wir uns selber durch Ausprobieren immer wieder erarbeiten. Neben unseren Demonstrationen und Aktionen ist es nämlich wichtig, dass wir wieder neue Menschen erreichen. Wir müssen ruhig und sachlich diese Foren nützen und immer wieder auf die inneren Widersprüche dieses Wahnsinns aufmerksam zu machen. Ja und auch, und das ist auch ein langfristiger Prozess, um Alternativen zu diesem Wahnsinn zu entwickeln und so auszuarbeiten, dass sie die Menschen begeistern und so Sinn machen, dass am Ende in dieser Stadt und in diesem Land niemand mehr Stuttgart 21 für nötig hält oder es irgendwie für notwendig hält, Milliarden zu verbauen in Stahl und Beton, statt dass wir endlich in Soziales, in Kultur und Bildung in diesem Land und in dieser Stadt so investieren können und uns zukunftsfähig aufzustellen. Es liegt jetzt in unserer Hand, gemeinsam auch 2012 oben zu bleiben. Vielen Dank.
Komm, mach mit bei dem Protest. Weg mit Stuttgart 21, damit sich's hier noch leben lässt. Weg mit Stuttgart 21, weg mit Stuttgart 21.